So, Freunde, jetzt gehen wir in das nächste Ding. Für Sie. Ihr wisst ja, je älter die Doku, desto geiler und desto ehrlicher. Sie unterwegs als Paketzusteller. Über 200 Pakete. Dieser Typ gibt sich als jemand aus, der dort gern arbeiten möchte, ist aber insgeheim ein Reporter und ist undercover unterwegs. Schaut mal, was dabei rumkommt. Ich selber habe mal beim Paketdienst gearbeitet, bei Hermes, unter einem Subunternehmen bei unserem Nachbarn früher. Ich hatte keinen Job. Und er hat zu mir gesagt: Guck mal, ich hätte einen Job für dich. Ich habe ein Subunternehmen bei Hermes. Du kannst Pakete verteilen. Ich hatte zu der Zeit keinen Führerschein und habe das Ganze dann mit meinem Fahrrad gemacht. Ja. Ich habe mit meinem Fahrrad Hermes-Pakete verteilt. Was ist Pakete? Das waren so Kleinigkeiten. Und er hat dann zu mir gesagt: Guck mal, mach das mal 2, 3 Wochen. Wenn ich sehe, du bist fleißig, du machst das gut, dann kannst du ein Auto nehmen. Und ich habe ihnen aber nicht gesagt, dass ich keinen Führerschein habe. Dann ist es soweit gekommen. Ich habe das 2, 3 Wochen super gemacht, habe die Pakete und diese Briefe und alles, diese kleinen Sachen überall hingebracht, ganz schnell. Und habe dann wirklich die Möglichkeit bekommen, ein Fahrzeug zu nehmen. Dann habe ich ihnen gesagt: Ey, danke, ich habe selber keinen Führerschein, aber ich habe mich natürlich in der Zeit drum gekümmert, du weißt doch immer, prophylaktisch. Habe ich jemanden gerufen, der einen Führerschein hat, ein Kollege von mir. Schöne Grüße an Chamal. Chamal heißt der, Chamal 66. Das war so geil. Ich habe ihn geholt und habe gesagt, wir sind zu zweit. Dann haben wir ein Fahrzeug bekommen und dann sollten wir zu zweit die Pakete in Münster liefern, Hermes-Pakete. Hat auch super geklappt. Wir haben unsere Route bekommen, die Pakete wurden reingeballert, waren sehr viele und ich wusste als am ersten Tag nicht, wie wir diese Pakete überhaupt alle verteilen sollen. Und Chamal meinte: Bruder, du hast mich hier hingeholt, wir kriegen das schon hin. So. Was ist passiert? Die erste Woche lief super. Wir haben alles erledigt. Immer tak, 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 tak. Hatten auch sehr früh immer Feierabend. Die dritte Woche bin ich krank geworden. Ne, ich habe meine Hand gebrochen. Sorry, nicht krank geworden. Ich hatte meine Hand gebrochen wegen einer kleinen Auseinandersetzung. Ist mein Mittelhandknochen gebrochen. Und ich war im Krankenhaus, hatte einen Gips und konnte nicht arbeiten. So. Und dieser Schemmerl, den ich reingeholt habe, ist jetzt mit dem Fahrzeug unterwegs. Ruft mich an: Wo bleibst du? Ich sage: Bruder, ich kann nicht kommen. Ich habe meine Hand gebrochen. Sagt er: Wie? Wie soll ich das jetzt alleine machen? Sage ich: Ich habe eine Idee. Du guckst nicht mehr auf die Route. Ich werde dir jetzt sagen, wie bei Transporter, wo du langfahren sollst. Da sagt er: Geil. Dann habe ich Google Earth geöffnet und habe dann die Dings mir geben lassen, die Route, wo der über, also die Adressen, und habe dann selber so Punkte gesetzt. Und der war im Auto und ich habe ihm die ganze Zeit gesagt: Nächste Straße rechts, hinten links, da musst du einmal drehen, ah nee, wieder zurück. Und das hat super geklappt. Es hat super geklappt. Ich saß zu Hause, hab irgendwas geguckt oder Mucke gemacht, nebenbei meine Hand war leider gebrochen und hab ihn halt immer in den Momenten bis 14, 15 Uhr, habe ich ihn halt immer durch Google Earth gesagt, wo der langfahren soll. Das hat super geklappt. Und irgendwann haben wir uns manchmal am Telefon gestritten, weil ich gesagt habe, links, und er ist rechts gefahren und meint: Der Bruder, hier ist eine Ampel, ich kann nicht sofort links fahren, wenn du das sagst. Da sind Fahrradfahrer, Fußgänger, das geht nicht so einfach. Dann habe ich gesagt: Bruder, mach doch alleine, wenn du meine Hilfe nicht willst. Dann haben wir uns gestritten, habe ich aufgelegt. Dann hat der Chef mich von der Hermes, von dem Subunternehmen angerufen und meinte: Wo ist unser Auto? Wo ist unsere Pakete? Wisst ihr, was er gemacht hat? Der war ein richtig abgefuckter Typ. Der hat einfach so getan, als hätte der irgendwie, keine Ahnung, den Wagen verloren, hat alles rausgeräumt und ich musste dafür gerade stehen. Wisst ihr, was da drin war? Ich glaube, der hat nur auf den Moment gewartet, wo der sieht, dass er Laptop ist, weil du siehst ja an der Marke, was da drin ist. Und manchmal haben so große Pakete, steht dann drauf, was es ist. Der Wichser hat sich das alles gerippt und hat dann den Wagen einfach irgendwo stehen lassen und hat sich einfach nicht mehr gemeldet. Und ich war mit der kaputten Hand. Bin dann zu dem Unternehmen gefahren, hab mich tausendmal entschuldigt und meinte: Ey, ich weiß nicht. Er meint, das geht auf deine Kappe. Du musst alles, was abhanden gekommen ist, musst du bezahlen. Und wenn das Fahrzeug weg ist, musst du das alles bezahlen. Und ich bin, wie alt war ich da? Weiß nicht, vielleicht 21, 20, so um den Dreh. Und Leute, das war echt Film. Am Ende bin ich da hingefahren. Ich habe 2 Tage oder so von dem nichts gehört, bin ich da hingefahren. Und dann haben Kollegen vor mir gesagt: Ey, Chamal ist hier mit so einem DHL, mit einem Hermes-Auto. Der ist immer mit einem Hermes-Auto unterwegs. Ich habe gesagt: Wo ist der? Er sitzt bei dem oben, so ein Ticker. Da bin ich da hoch mit meiner gebrochenen Hand, habe ich gesagt: Schau mal, wenn du nicht willst, dass meine andere Hand auch gebrochen wird, durch den Putsch, den ich dir gleich gebe, durch die Wand, fährst du sofort dieses Auto zurück, wo sind die Pakete? Guckt er mich so an, sagt: Der Bruder, Wallah, du hast mich gefickt. Ich habe aus Hass, aus Wut, habe ich einfach die Pakete genommen, in meinen Keller getan.
Ich habe die noch nicht aufgemacht. Habe ich gesagt, wir fahren sofort zu deinem Keller. Du tust die Pakete alle wieder zurück in diesen LKW. Wir bringen das Auto weg. Wir sind sowieso gekündigt. Der will nicht mehr mit uns arbeiten. Sagt der Bruder, sollen wir die nicht einfach rippen? Ich habe gesagt, wenn du die rippst, ripp ich dich. Das geht auf mein Konto. So, dann habe ich geschafft, die Pakete. Ich glaube, 2 Pakete haben gefehlt. Die sind dann auf meine Kappe gegangen. Egal, habe ich ihn gegönnt. Weil er hat am Ende auch keinen Lohn oder Geld bekommen für die paar Tage, sondern ich für die ganzen Wochen und so. Dann hat sich das damit so ein bisschen wieder neutralisiert, aber es war voll der Film. Das war meine Geschichte beim Paketdienst, ging ungefähr 3 Wochen, 3,5 Wochen, fast einen Monat oder so. Aber mal gucken, was hier passiert. Ich bin hier auf dem Beifahrersitz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe. Ich muss Gas geben. Ja, es sind echt viele. Alles beginnt mit einer intensiven Recherche über die Arbeitsbedingungen von Kurierfahrern. Ihre Berichte sind erschütternd. Ist die Realität wirklich so schlimm? Ich bewerbe mich als Paketzusteller. Da es im Internet Fotos und Dokumente... Mach Glatze, Mann, was soll dieser kurze Arsch? Mach Glatze. ...Momente gibt, die mich als Journalist zeigen, verändere ich mein Aussehen. Krass. Undercover als Paketsklave. Warum Paketsklave? Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwie Paketsklave war. Nee, ich war immer relativ sehr schnell fertig. Die Leute waren sehr dankbar und ich habe immer dick Trinkgeld bekommen. Also wirklich. Da waren manchmal so Milfs, Alter, die die Tür geöffnet haben. Mann, ich war 20. Milfs im Bademantel, die auf ihr Paket warten. Oh, shit, Leute. Nee, ich habe nichts gemacht oder so, aber es war Film. Kommen Sie doch rein. Willst du was trinken? Scheiße, Mann. Shit. Ich meine, ist auch ein paar Jährchen her. Es sind gute 15 Jahre her. September. Gleich habe ich ein Bewerbungsgespräch in Hamburg. Geil, die zeigen sogar das Bewerbungsgespräch. Das finde ich geil. Ich bin gespannt, ob das auch unter einem Subunternehmen bei DHL gemacht wird oder ob das direkt bei DHL ist. September. Gleich habe ich ein Bewerbungsgespräch in Hamburg. Oh shit, Leon ist am Start. Der hört nur Miff, er ist sofort da, der Playboy. Was geht ab, Bruder? Auf einer Toilette schalte ich meine versteckten Kameras ein. Du siehst einfach wieder. Ich hatte mich bei allen großen Kurierdienstketten beworben. Es gab Absagen. Hoffentlich läuft es heute besser. Diese Firma sucht Paketzusteller. Auch hier gibt es Informationen von ehemaligen Fahrern. Sie unterscheiden sich nicht von den Berichten aus anderen Betrieben. Ich finde sowas so spannend einfach. Diese Undercover-Sachen, ich liebe sie. Davon gibt es auch voll viele, da müssen wir uns auch mal zwischendurch geben. Kurz nachdem ich meine Bewerbungsunterlagen gemailt hatte, bekomme ich die Einladung zum Vorstellungsgespräch. Im Internet steht, die Firma fährt für die Post. Ah, siehst du? Das ist nicht direkt bei der Firma. Das ist so ein eigenes Unternehmen wahrscheinlich, ne? Krass. Ein freundlicher Herr um die 60 steuert auf mich zu und bittet zum Gespräch. Er sei der Geschäftsführer, sagt er. Meine fingierten Bewerbungsunterlagen liegen ihm vor. Doch meine Sorge Ey, die Doku ist 11 Jahre alt. Ey, das passt sogar ungefähr zu der Zeit, wo ich aktiv war. Schaut euch mal den Fernseher an. Deswegen matcht das eigentlich mit der Zeit, wo ich aktiv war. Deswegen schiebe ich gerade Flashbacks. Fliegen ist unbegründet. Zu meiner Person stellt er kaum Fragen. Stattdessen betont er auffällig oft, seine Firma sei Servicepartner der Deutschen Post. Und dann legt er so ein Auto dahin. Wie geil ist er denn, Alter? Big Boss, Alter, guck mal. Stattdessen betont er auffällig oft, seine Firma sei Servicepartner der Deutschen Post. Wie geil. In Flensburg, Bremen, Hamburg und Kiel würden sie Pakete zustellen. Ich dachte eigentlich, wo Post draufsteht, ist auch Post drin. Stattdessen höre ich vom Chef, der Kunde bekomme davon ja gar nichts mit. Wie? Wir würden sogar Berufsbekleidung bekommen und aussehen wie die von der Post. Und die Post diktiere auch die Regeln, so der Chef weiter. Müsse der Kunde zur Postfiliale, um sein Paket abzuholen, bekomme die Firma kein Geld. Mehr noch, so meine Erinnerung, wenn wir Zusteller schlecht arbeiten, müsse er Strafe zahlen. Dann erst geht es um mein Geld. 1.400 Euro netto seien drin, so verspricht er. Aber nur, wenn ich vernünftig arbeite. 6 Tage die Woche. Ui. Und ausgebildet werde ich auch in einem unbezahlten Praktikum. Seine Warnung, das sei ein harter Job, ist mir noch gegenwärtig.
aber er könne es sich gut vorstellen, mit mir zu arbeiten, sagt er am Schluss. Mittwochmorgen, 5 Uhr. Gestern habe ich mir die Arbeitskleidung abgeholt. Natürlich habe ich zu... Ah, da steht Servicepartner von DHL. Ich wollte schon sagen, ich habe die ganze Zeit gedacht, können die, dürfen die das überhaupt? Ja klar, wenn da Servicepartner steht, ja. Aber die sind ja nicht direkt von DHL, obwohl die genauso aussehen. Gesagt. Das Praktikum will ich machen. Wow. Es sind tatsächlich echte DHL-Klamotten mit einem kleinen Unterschied. Servicepartner genau. Steht darüber. Was wohl jetzt gleich auf mich zukommt, soll mich beim Schichtleiter melden. Das unbezahlte Praktikum soll eine Woche dauern. Draußen im Gewerbegebiet. Meine Nervosität steigt. Zu meiner Überraschung betrete ich ein Postgelände. Und dann mache ich Bekanntschaft mit dem wohl längsten Zebrastreifen der Welt. Boah. An seinem Ende liegt das Depot. Mein neuer Arbeitsplatz. Die versteckten Kameras laufen, als ich die Halle betrete. Meine Kollegen habe ich unkenntlich gemacht. In der Halle frage ich mich zum Schichtleiter durch. Er ruft einen Fahrer herbei, dem er kurz mitteilt, dass er mich anlernen solle. Der nimmt mich mit zu seiner Laderampe. Es ist ganz schön kalt und laut in der Halle. Alle tragen die gelbrote DHL-Kleidung wie ich und bringen Pakete in die Lieferwagen, die an den Toren parken. Ich glaube, man muss echt froh sein, wenn man direkt für DHL arbeitet, ne? Und nicht bei einem Subunternehmen. Oder Servicepartner, sorry. Ich habe auch schon mal für die Deutsche Telekom gearbeitet, im Außendienst. Eine sehr lustige Erfahrung auf jeden Fall. Vielleicht gibst du mal irgendwann eine Doku, dann erzähle ich mal meine Erfahrung. Du bist also jetzt mein Ausbilder. Früher hieß es, wenn du irgendwo klingelst, weil als Außendienstler klingelst du ja an Häuser, an Wohnungen und verkaufst den Telefon-Internet-Verträge. Ne? Das habe ich mal gemacht, ungefähr so 4-5 Monate. Und man hat immer gesagt, Telekom ist ein Türöffner. Das heißt, wenn du gesagt hast, Telekom, hat jeder aufgedrückt. Das war gleichzusetzen wie mit der Weihnachtsmann ist da so mäßig. Telekom war der Türöffner. Und irgendwann habe ich dann für Versatel gearbeitet zu der Zeit. Versatel kannten die Leute nicht. Und wenn ich gesagt habe, ich bin von Versatel, haben die gesagt, was? Nee, wollen wir nicht. Aber Telekom war immer sofort aufgedrückt, weil das so wichtig ist, ne? Oh Gott, was ist denn? Habe ich meine Rechnung nicht bezahlt oder sonstiges, ne? Ja. Du bist also jetzt mein Ausbilder. So beginnt mein erstes Gespräch mit dem Fahrer. Ja, sieht so aus, sagt er. Und stehst du jeden Morgen an derselben Rampe, frage ich ihn. Ja, das ist meine Rampe, meine Rutsche, mein Auto, sagt er. Mhm. Hier hat keiner was zu suchen. Wie du siehst, beschreibe ich manche Pakete, nicht alle. Jeder macht das anders, ich mach das so. Siehst du, das ist hier beispielsweise nicht mein Paket. Die Adresse haben wir gar nicht. Also muss ich den Scanner nehmen und das eintragen. Das ist fehlgeleitet. In welchem Bezirk fährst du? In Barmbek, Bezirk 1316. Hamburg, Barmbek, die fahren alle Barmbek hier. Mir fallen die vielen Pakete von Zalando und Amazon ins Auge. Das sind übrigens die Pakete, die wir auch alle bekommen, ne? Genau so läuft das ab. Für die, die sich immer irgendwas bestellen auf Express, habt ihr euch niemals die Gedanken gestellt oder die Frage gestellt, wie kommt das eigentlich so schnell? Haben die das vorrätig? Wo kommt das alles immer so schnell her? Ganz schön viel Online-Bestellung, sage ich. Ja, das stimmt, sagt er. Das wird immer mehr. Normal. Und das ist vor 11 Jahren gewesen. Was denkst du, was heute los ist? Oh mein Gott. Und wir reden und er mir immer wieder Details auf den Paketetiketten erklärt, belädt er konzentriert sein Auto. Um 8.30 Uhr ist es dann soweit. Die Rutsche ist leer, der Wagen voll. Lieber X986, nee, diese Erfahrung habe ich noch nicht gemacht. Dafür war ich zu kurz dort. Zum ersten Mal gehe ich mit meinem Ausbilder auf Tour. Diesen Arbeitstag werde ich so schnell nicht vergessen. Daniel sagt, ihr supportet die Paketsklaven, kauft lokal. Ja, das ist halt ein Dilemma, ne?
Wenn du die nicht supportest und nicht mehr bestellst, dann verlieren die wahrscheinlich ihren Job. Dann brauchen die ja nicht mehr so viele Paketlieferanten. Das ist nämlich so ein Ding, Alter. Was machst du dann? Ein Dilemma. Hamburg, der erste Arbeitstag ist geschafft. Also ich muss sagen, ich bin deutlich überrascht von der Härte des Jobs. Das habe ich mir so nicht vorgestellt. Es ist jetzt kurz vor 19 Uhr. Ich bin heute Morgen um Ich habe 9 6:15 Uhr recherchiert. aufgebrochen. Boah, der hat aber lange gebraucht für seine Pakete, ne? Also Hut ab vor den Leuten, die das täglich machen. Ja. Okay, es gab Momente, als ich bei Hermes gearbeitet habe, das war schon ein bisschen hart. Die haben da manchmal Sachen bestellt, wo ich mir dachte, Alter, was ist da drinne? Aber ich habe das als Training gesehen. Ich meine, der ist ja auch ein bisschen älter. Wenn du jünger bist, betrachtest du das, glaube ich, nochmal ganz anders. Jedes Paket wird am Tag mindestens dreimal angefasst. Beim Laden, beim Sortieren, beim Zustellen. Und manche sind so richtig schwer. Aber der lässt die einfach fallen. Insgesamt bewegt ein Paketzusteller 3 bis 5 Tonnen täglich. Ich habe einen Maschallah. tollen, ja, Fahrer, erfahrenen Fahrer, der mir zeigt, wie das funktioniert, der wirklich sehr freundlich und nachsichtig ist, sage ich. Kennt ihr das, wenn ihr was bestellt und ihr lebt zum Beispiel im vierten OG, also vierten Obergeschoss, und da klingelt und dann sagt er ja Post oder Paket, und ihr seht, der ist ein älterer Herr oder eine ältere Dame oder so, und ihr wisst, das Paket ist schwer. Nehmt ihr in Kauf, dass er das jetzt für euch hochträgt, wenn ihr keinen Aufzug habt, oder geht ihr runter und holt das ab? Frage an euch. Ich mal mit einem Neuling. Wir haben uns gut verstanden. Und er sagt kein schlechtes Wort über Kollegen und den Arbeitgeber. Anstrengend sind die vielen Schritte. Zum Auto, zum Kunden, hoch in den vierten Stock mit Paket, runter ohne oder auch wieder mit Paket, wenn der Kunde nicht da ist. Gut, ich bin jetzt sehr erschöpft, müde, hungrig auch. Wir haben keine Pause gemacht heute. Das fällt mir jetzt erst auf. Von 6 Uhr bis 19 Uhr durchgeballert, ne? Ist schon hart. Und als ich dachte, der erste Tag sei endlich geschafft, stelle ich fest, dass noch lange nicht Schluss ist. Es geht wieder ins Depot. Nicht zustellbare Pakete einlagern, Ja. abrechnen, abmelden. Genau, das dauert Erst eine nochmal. gute Stunde später sollte ich in meinem Auto auf dem Nachhauseweg sitzen. Extrem, auf jeden Fall. Na gut, ich werde jetzt versuchen, ein bisschen abzuschalten. Morgen geht es weiter, 7 Uhr. Unbezahltes Praktikum. Vielleicht muss man sich das auch nochmal kurz vergegenwärtigen. Ja, manche haben halt nicht so die Wahl, ne? Manche müssen halt einen Job annehmen und die sind froh, dass die einen Job bekommen. Und das wird leider von solchen Unternehmen auch natürlich ausgenutzt, ne? Und wenn du da irgendwas gegen sagst, wirst du weggeschmissen, weil so viele Leute sind gerade, sag ich mal, auf Jobsuche und dann wirst du einfach ausgetauscht. Du bist nichts Besonderes mehr. Also in dem Segment würde ich mal sagen. Doch ich will durchhalten. Gibt es noch Zeitarbeitsfirmen? Wie heißen die? Zeitleiharbeitsfirmen? Kennt ihr das? Ich habe damals für 5,50 € war ich bei so einer Zeitarbeitsfirma und habe dann gearbeitet. Und die haben dann irgendwann nach einem Monat gesagt, ja, wir haben gerade keine Arbeit mehr für dich. Ich so, wie? Ja, wir haben einfach keine Arbeit mehr für dich. Gibt's gerade nichts. Das war so meine, da war ich, wie alt war ich da? 19 oder so. Das war so meine erste Erfahrung mit sowas. 5,50 €, Leute, auf dem Bau, Alter. Das war schon wild. Ich musste irgendwelche Wände einkloppen. Weiter undercover arbeiten. Live-Firma, genau. Auf jeden Fall den Arbeitsvertrag bekommen. Ja, heute ist der letzte Praktikumstag. Heute muss ich entscheiden, ob ich weiterfahren darf oder ob ich überhaupt fahren darf. Weil bislang habe ich ja gelernt und bin mitgefahren. Er sieht ultra fit aus, ne? Er sieht aus als, keine Ahnung, Im der Arme, Prinzip Alter. stecken mir die 6 Tage, In also den die 5 Tage, Knochen. heute ist der 6. Tag Arbeit, ganz schön in Knochen. Ja. Große Lust weiterzumachen habe ich nicht. Aber ich hoffe natürlich jetzt im Sinne der journalistischen Aufgabe, dass ich den Job bekomme.
In den vergangenen Tagen durfte ich immer mehr Pakete zustellen. Der Scanner ist mir mittlerweile einigermaßen vertraut. Auch die unterschiedlichen Pakete kenne ich. Es gibt Nachname, Identprüfung, Zollpakete und viele mehr. Doch ehrlich gesagt ist das alles schwieriger, als es sich anhört. 4 bis 6 Wochen Anlernzeit wären hilfreich. Aber das ist hier anscheinend nicht üblich. Immerhin, der Schichtleiter hat am Abend eine gute Nachricht für mich. Ja, morgen soll es den Arbeitsvertrag geben. Da bin ich gespannt. Es sieht also sehr gut aus im Moment. Und am Morgen soll ich dann alleine mit dem Auto unterwegs sein. Tja, ganz schön tough. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Es geht los. Der Chef sagt, jetzt gehörst du mir. Ein wirklich besonderer Scheiße, Arbeitsbeginn. Ab heute soll ich tatsächlich dazugehören. Mir ist etwas mulmig zumute. Doch statt des Arbeitsvertrags bekomme ich am Ende des Zebrastreifens erstmal nur den Autoschlüssel. Wahnsinn. So, jetzt mal schauen, wo ich hin muss. Ich suche meine Laderampe. Ja, für den Rest der Woche soll ich jeden Tag einen immer größeren Teil des Bezirks meines Ausbilders übernehmen. Nächste Woche hat er Urlaub und ich soll seine Vertretung sein. Boah, dieses Vertretungsding, da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Vertretungsding war ganz schlimm. Wenn mal jemand ausgefallen ist, musste ich seine Route übernehmen. Beziehungsweise mein Kollege da. Das war ganz schlimm, Alter. Zum ersten Mal verlasse ich alleine das Depot. Es ist schwierig mit Parken. Ich glaube, ich muss hier hin. Ja. Ja. So. Gucken wir mal. Ja, jetzt stehe ich hier mit meinen Paketen. Das wird ein ganz schönes Chaos werden. Pfeifersweg, Barmbek, Nord. Süßweg 2, 8. Das ist die 2. Oh, manche sind echt so schwer. Das ist auch 4. Das ist gut. 2 im selben Haus. Harzensweg 8. Ganz viel Amazon. Also das ist natürlich hier die Geschichte. Die meisten Pakete sind von Internetversandhäusern. Ja, normal. Daher kommt auch der Boom. Jahr für Jahr wachsen die Mengen. Über 10 Millionen Pakete werden jeden Tag in Deutschland verteilt. Das ist, diese Reportage ist 11 Jahre alt. 11 Jahre alt. Und dort wurden schon so viele Pakete verteilt. Jetzt überleg mal heute. Viele Shops und Warenhäuser locken die Kunden mittlerweile mit Gratisversand und kostenloser Rücknahme. Von meinen Recherchen weiß ich, dass viele Paketzusteller, die bei Subunternehmen arbeiten, kaum mehr als 5 Euro die Stunde verdienen. Mitunter sogar wenig. Siehst du, genau wie ich habe 5,50 Euro ausgehandelt noch. Das war noch gut. Ja. Und die kriegen ja teilweise unter 5 Euro die Stunde. Alter, überleg mal. Für mich. Und die sagen, früher war es schlimmer. Früher war besser. Ich finde irgendwie nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, man macht heutzutage mehr Geld. Kommt mir nur so vor vielleicht. Vielleicht täusche ich mich auch. Aber ihr hört ja selber. Klar sind die Lebensmittel heute ein bisschen teurer als früher. Aber ob das dann damit neutralisiert und ausgeglichen ist? Ich bitte euch, unter 5 Euro hat man verdient. Ich heiße das jetzt suchen. Erst die Adresse, dann den Namen auf dem Klingelbrett. Die Post. Noch all die falsche Haus, steht die falsche Hausnummer drauf. Mhm. Und das ist auch für Sie. 7C ist in diese Richtung. 7C.
Da lang. Und dann muss ich das Paket loswerden. Mein Auftrag lautet, auf jeden Fall auch bei den Nachbarn klingeln. Ja. Hier. Ein Fahrstuhl. Ein Fahrstuhl ist natürlich leichter. Aber selten. Meint ihr, ist es echt, ne? Hier schreibt zum Beispiel jemand, Löhne sind 6-mal gestiegen, also 6-fach, Lebensunterhalt 20-fach seit 1970. Echt? Hast du das irgendwo her? Was ist das für ein Auszug? Ja, ich meine, ja, kann ja durchaus sein, ne, dass die Lebensunterhaltkosten einfach viel höher sind als die Lohnerhöhung, sag ich mal. Oder die gestiegenen Löhne. Sie haben 2. So, ich muss alles kennen. Kleinen Moment. Würden Sie die anderen auch annehmen für die Frauen? Glück gehabt. Ja, Banks, dann, ne? Alle Pakete weg. Wer nicht da ist, bekommt einen Zettel. Dann weiß er, wer das Paket... Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach früher kein Geld wirklich verdient habe und heutzutage vielleicht einfach mehr verdiene, dass mir das dann so irgendwie so vorkommt. Kann auch sein. Paket angenommen hat. Aber ja, macht schon Sinn, was ihr sagt. Am nächsten Morgen frage ich den Schichtleiter als erstes nach meinem Arbeitsvertrag. Für mich natürlich ein wichtiges Dokument, denn ich bin gespannt, wie Arbeitszeit und Gehalt geregelt sind. Er legt mir den Vertrag in doppelter Ausfertigung auf den Tresen, zeigt, wo ich unterschreiben soll. Doch ich sage, dass ich mir den erstmal durchlesen wolle und frage, ob ich ihn mit nach Hause nehmen kann. Ich würde ihn morgen unterschrieben wieder mitbringen. Ich höre ein deutliches Nein. Trotzdem versuche ich, den Vertrag durchzulesen. Wie nein? Allein es fehlt mir die Ruhe. Ich denke an die Kollegen. Wer händeringend einen Job sucht, fragt nicht lange und unterschreibt. Genau das meinte ich ja. Das ist immer das Dilemma und diese Situation, die dann schamlos ausgenutzt wird, ne? Wenn er Nein sagt, wird er einfach ersetzt. Auch ich unterschreibe. Ich will ja als Paketzusteller arbeiten, undercover. Was geht ab, Salto Beast, Bruder? Seit Corona werfen die gefühlt die Pakete vor meine Tür, nichts mehr mit Klingeln. Ja, die machen schnell, schnell, schnell. Ne? Die müssen wahrscheinlich noch die Route des Kollegen übernehmen, der krankheitsmäßig ausgefallen ist. Dann haben die 2-3 Routen, die abklappern müssen. Dann haben die keine Zeit mehr hier. Dann müssen die alles rausknallen. Schreib doch nochmal. Meine 10 Straßenabschnitte in Hamburg-Barmbek habe ich inzwischen ganz gut kennengelernt. Neben der körperlichen Anstrengung ist es vor allem der ständige Druck, der mir zu schaffen macht. Genau, mit Drohnen. Stellt euch vor, die Dinger werden mit Drohnen zugestellt. Er kommt einfach an ein Fenster geflogen. Und dann kriegst du eine SMS, bitte einmal Fenster öffnen. Und die Drohne fliegt so rein und legt das Paket und fliegt wieder zurück. Das ist crazy, Alter. Ich muss die Pakete loswerden. Und immer rennt mir die Zeit davon. Viele, die im Internet bestellt haben, sind einfach nicht zu Hause. Jedes Klingeln und Warten kostet Sekunden, Minuten. Genau, das meine ich. Zack, 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 zack. So, jetzt versuche ich beim Nachbarn zu klingeln. Die Dame war gestern schon nicht da. Jetzt bekommt der Lebenspartner hier auch noch ein Paket. Jetzt habe ich schon 2 an der Adresse. Nochmal wiederkommen. Ja, ist echt nervig. Wo sind die alle? Wo sind die alle? Oh Mann, ist das ein schlechter Tag. So. Das Öde ist, wenn du die nicht los wirst, hast du die für den nächsten Tag wieder, ne? Das ist halt das Problem. Das war wieder nichts. Also heute ist echt eine Katastrophe. Ja, und dann macht es halt überhaupt gar keinen Spaß. Nervt. Nervt, nervt, nervt. Schlägt auch der 2. Zustellversuch fehl, hinterlasse ich dem Empfänger eine Nachricht und gebe das Paket bei der Postfiliale ab. Ich erinnere mich an eine Aussage des Chefs aus dem Vorstellungsgespräch. Für diese Pakete bekomme er dann kein Geld. Und er hat von Strafgeldern gesprochen, die er zahlen müsse. Immer wieder höre ich von dieser Quote, die erfüllt werden muss. Mehr als 5% dürfen wir nicht zur Postfiliale bringen.
Frank Appel ist der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Post DHL, des größten Logistikkonzerns der Welt. In Deutschland stellen allein die Kollegen in den gelb-roten Uniformen pro Jahr 1,7 Milliarden Sendungen zu. Wow. Im Moment wird kräftig in die Logistik investiert. Pakete sollen noch schneller beim Empfänger sein. Ja, wir haben ja heute schon in der Größenordnung um die 90% Zustimmung am nächsten Tag. Das wollen wir weiter steigern. Wir sind beim Brief deutlich oberhalb der 90%. Und wir wollen auch das bei den Paketen erreichen, weil das die Kundenanforderung ist. Ey, vergesst nicht, diese Doku ist 11 Jahre alt. Mindestens. Ob die Kunden wissen, was das bedeutet? Ich glaube nicht. Etwa 25 Kollegen, die ebenfalls für meinen Chef fahren, laden neben mir ihre Fahrzeuge. Weiter hinten in der Halle arbeiten die echten Postler. Sie sind direkt bei der Deutschen Post DHL angestellt. Sie machen genau die gleiche Arbeit wie wir, aber ich weiß, dass sie deutlich besser bezahlt und behandelt werden. Ja. Ja, und heute Morgen gab es ja die Gardinenpredigt. Der Schichtleiter hat alle zusammengerufen. Ich wusste erst gar nicht, worum es geht. Und dann zieht er da vom Leder. Anscheinend ist er gestern vom Geschäftsführer, vom Oberboss, selbst zusammengefaltet worden, weil der wiederum von der Post Ärger bekommen hat. So hat er es erzählt. Die Quoten seien zu schlecht. Wir würden zu viele Pakete zurückbringen. Wir würden die Pakete zu lange haben. Also am nächsten Tag nochmal mit dem nächsten. Ja, aber können die doch nichts für. Wisst ihr, was ich meine? Was sollen die denn machen? Die können ja nicht die Pakete durch die Tür quetschen. Nochmal mit dem Versuchen zuzustellen. Also alle Quoten, die die Post da vorgibt, seien in dieser Gruppe draußen im Depot bei uns, im Zustellbezirk 13, sei das eine oder nicht. Katastrophe. Und er hat die Leute heute Morgen ermahnt. Er schaut sich das nicht länger an. Das sei die letzte Warnung. Was für eine letzte Warnung? Wer jetzt nicht im Sinne der Vorgaben arbeitet. Was sollen die denn machen? Raus. Was? Fliegt raus? Ey, was? Guck mal, ich habe ja selber für Hermes gearbeitet, ne? Wenn der Kunde nicht da ist oder die Kundin und ich muss 20 Pakete wieder mit zurücknehmen und die nimmt auch keiner an, keine Nachbarn, nichts. Was soll ich damit machen? Die einzige Möglichkeit ist es, dass ich die mir selber nochmal aufbrumme für den nächsten Tag. Das heißt, dann nehme ich nochmal für den nächsten Tag 40 Pakete nochmal extra mit und verteile die nochmal. Obwohl das vielleicht, ja, das ist doch der Wahnsinn. Ich glaube, das haben die schon aufgehört. Und zu verlieren haben sie ja nichts. Ich denke, sie sind relativ cool. Der eine oder andere wird sogar froh sein, wenn er die Kündigung bekommt. Und dann ist ihm die Entscheidung abgenommen worden. Wahnsinn, das ist ja Wahnsinn. Die werden auch ausgetauscht, wie keine Ahnung was, wie Unterhosen, die Leute da. Bei uns in der Hermes war das auch so. Als ich bei Hermes gearbeitet habe, du hast jeden dritten, vierten Tag immer neue Leute gesehen. Da waren vielleicht ganz wenig, also von 30 Leuten, die ich da gesehen habe, an dem Lager, wo wir die Sachen eingeräumt haben, da waren 2 oder 3, die immer da waren, der Rest hat sich immer gemischt, das waren immer neue. Das ist ja auch die Philosophie dahinter. Nach einer 6-Tage-Woche mit vielen Überstunden bleibt nur der Sonntag für die Wäsche. So. Das. Wahnsinn. Fuck. Ich wollte immer 6 Tage die Woche. Jetzt habe ich auch mal etwas Zeit, mir den Arbeitsvertrag in Ruhe durchzulesen. PVP Enjoyer hat hier eine miese Rechnung reingeballert. 100 bis 120 Pakete pro Tag macht 120 mal 4 Euro, 480 Euro pro Tag. Man arbeitet 21 Tage im Schnitt. Also 21, ne? 10.080. Ein Mitarbeiter verdient im Monat 10.000 Euro für DHL. Just by the way, krass. Ja, also ich meine, der Job muss schon gut bezahlt werden, Alter. Ne? Sonst, Digga, das machst du doch nicht lange. Der Arbeitnehmer erklärt, für vertragliche Tätigkeit uneingeschränkt arbeitsfähig zu sein. Also,
Keine Ahnung. Das ist befristet. Der Captain fragt, ob du Lack gesoffen hast. Eine wilde Rechnung. 15.09. bis 29.02. Probezeit. Vergütung, Paragraph 3. Der Arbeitnehmer wird seinen monatlichen Bruttoentgelt von 1.200 Euro eingestellt. 1.200 Euro brutto? Boah. Dabei hatte der Chef doch im Vorstellungsgespräch gesagt, 1.400 netto seien drin. Wow. Was? Arbeitszeit mindestens 40 Stunden. Mindestens ist gut. Ich und meine Kollegen knüppeln 55 Stunden und mehr. So meine Protokolle. Das ist doch ein Witz, Alter. 1.200 brutto. So, zieh mal, keine Ahnung, 300-400 Euro nochmal ab. Das ist doch ein Witz, Digga. Ey, das ist vor 11-12 Jahren gewesen, ne? Nicht mit heute vermischen. Ich weiß nicht, wie die Zustände heute sind. Oh mein Gott, Alter. So ein Job und du kriegst so wenig Geld, das ist... Also, du wirst ja schon damit bewusst also in die kriminelle Bahn geworfen. Hier, werd kriminell, weil arbeiten bringt dir nichts in der Hinsicht. Werd lieber kriminell, also... Der Arbeitnehmer verpflichtet sich zur Leistung von Mehrarbeit, vor allem an Samstagen. Überstunden werden nicht vergütet. Ja. Überstunden werden nicht mal vergütet, Alter, was ist das? Heißt, ich und meine Kollegen kommen auf einen miserablen Stundenlohn von um die 5 Euro brutto. Damit kann niemand eine Familie ernähren. Nee. Damit kannst du dich ja nicht mal richtig ernähren. Das ist doch ein Witz. Wochen später lege ich meinen Arbeitsvertrag vom Subunternehmer der Deutschen Post DHL einer Fachanwältin für Arbeitsrecht vor. Oh, das ist interessant. Mal gucken, was sie sagt. Nach eingehender Analyse kommt sie zu einem eindeutigen Urteil. Ja. Der Arbeitgeber ist hier schlecht arbeitsrechtlich beraten. Er hat hier Arbeitsverträge verwendet oder verwendet Arbeitsverträge, die einer rechtlichen Prüfung nicht standhalten. Arbeitsvertrag muss konkret sein. Also ein Arbeitnehmer muss aufgrund der arbeitsvertraglichen Regelung genau wissen, welche Arbeit und in welchem Umfang muss ich leisten und was bekomme ich als Gegenleistung für diese Tätigkeit. Für 1.200 Euro brutto soll der Zusteller laut Vertrag mindestens 40 Stunden arbeiten. Das Wort mindestens stört die Anwältin. Mindestens, das heißt, es geht darüber hinaus, weil die Überstunden nicht bezahlt werden. Wahnsinn. Da hier mindestens nicht konkret genug ist, kann der Arbeitgeber nicht mehr verlangen. Also dieses mindestens können wir auch als gestrichen ansehen, weil es nicht konkret genug ist. Es gilt also eine 40-Stunden-Woche. Und die Anwältin findet weitere dubiose Formulierungen im Vertrag. Beispielsweise... Der Satz, Überstunden werden nicht vergütet. Ja. Eine solche Regelung ist ebenfalls unwirksam, sodass wir dazu kommen, dass dann die gesetzliche Regelung gilt. Das heißt, ein Arbeitnehmer bekommt jede einzelne Stunde, die über die geschuldete Stunde an Arbeitsleistung erbracht wird, vergütet. Das heißt also, dass die Kollegen die Überstunden einfordern könnten. Richtig. Die Fahrer erzählen, sie kommen auf 55 bis 60 Stunden in der Woche regelmäßig, Wochenarbeitszeit. Ja. Hier kommt den Arbeitnehmern das Arbeitszeitgesetz zugute und hiergegen verstößt der Arbeitgeber schon, wenn er die Arbeitnehmer in diesem Umfang beschäftigt. Vor allem hinsichtlich dieser Verstöße und der vermutlich sittenwidrig niedrigen Bezahlung kommt die Anwältin zu einem eindeutigen Gesamtfazit. Das ist eine Vorgehensweise, die mit unserer Rechtsordnung in keiner Weise in Einklang steht und eklatant gegen Arbeitnehmerschutzrechte verstößt und nicht zu tolerieren ist. Kennen Sie die Arbeitsbedingungen, zu denen die Paketzusteller bei den Subunternehmern arbeiten? Also wir beschäftigen uns natürlich als Unternehmen permanent damit. Schön, dass Sie den auch mal fragen, diese Frank Appel. Das ist ja der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Post von DHL, also direkt. Schön, dass Sie den mal auch dazu befragen, finde ich cool. Unternehmen arbeiten. Also wir beschäftigen uns natürlich als Unternehmen permanent damit, wie auch diese Subunternehmer agieren. Und das wird natürlich kontrolliert. Und sicherlich gibt es da auch, sicherlich wie es überall, wenn man so viele Mitarbeiter
beschäftigt, kann es da auch mal Fälle geben, die nicht den Regeln entsprechen. Und denen gehen wir natürlich nahe und ermahnen natürlich dann auch Subunternehmer dazu, sich an die Regeln, die vertraglich vereinbart worden sind, zu halten. Hm. Das ist denen, glaube ich, völlig egal. Das ist denen, glaube ich, völlig egal. Crazy. Nachdem ich wie jeden Tag den Zebrastreifen überwunden habe, beobachte ich, wie der Schichtleiter einen extrem arbeitsreichen Morgen hat. Einzelne Fahrer werden mit den Auswertungen ihrer Zustellquoten konfrontiert. Die Kollegen bekommen ordentlich Druck. Das Gespräch wird besonders von Seiten des Schichtleiters sehr laut und heftig geführt. Sehr laut, ja, der schreit die an. Ihr Hunde, warum arbeitet ihr nicht? Droht ihm der Schichtleiter doch tatsächlich mit dem Rauswurf. Und die haben dann da, das war genau neben mir die Laderampe, und die haben da ziemlich lange dann diskutiert und gesprochen. Von meinen Recherchen weiß ich, von sich aus kündigen die wenigsten. Er wäre längst weg, wenn er nicht bei einer Eigenkündigung eben erstmal eine Sperre für das Arbeitslosengeld bekommen würde. Und so sagt er, wenn die Kündigung kommt, ist es eben auch recht. Krass. Ja, genau so war das. Wenn du selber kündigst, dann kriegst du eine wenn die dich, wie war das nochmal? Wenn die dich kündigen, kriegst du, glaube ich, eine Sperre beim Arbeitsamt, dass dir dann nicht geholfen wird. Oder wie war das? Oder wenn du selber kündigst. Ich glaube, wenn du selber kündigst, war das so, ne? Stimmt. Wenn du selber kündigst, kriegst du eine Sperre. 3 Monate oder so. Ja, deswegen können die sie aber nicht kündigen und müssen dann irgendwie wahrscheinlich Scheiße bauen. Es ist so verkorkst, Alter. Wenige Augenblicke später geht es um freie Tage. Und da fällt der Schichtleiter aus allen Wolken und sagt, das geht nicht, ich habe keinen Fahrer, das kannst du nicht machen. Und der andere, der Fahrerkollege, sagt, aber ich habe dir das vor Wochen gesagt, das ist so wichtig. Du hast gesagt, es geht, ich habe jetzt da meine Zeit drauf eingeplant und alles. Und der Schichtleiter ist immer dabei zu beschwichtigen, zu drohen, zu ermuntern. Der muss die ganze Zeit da versuchen, die Stimmung hochzuhalten. Aber genau, Shorty 4-5er, genau so habe ich es zum Beispiel gemacht irgendwann. Ich habe mal bei einem Lager, Schullager gearbeitet, zum Norde. Ist so eine spießige Marke bei uns hier in Münster, kennt vielleicht jemand von euch. Da kosten die Schuhe unverschämt teuer, obwohl es nicht mal nötig wäre, dass sie so teuer sind. Ich habe da im Lager gearbeitet und bin einfach irgendwann nicht mehr hingegangen, weil ich da keinen Bock mehr hatte. Ich konnte die Fresse von diesem Chef nicht sehen. Der war ein richtiger Wichser. Der war so ein richtiger Wichser, Alter. Ich bin einfach nicht mehr hingegangen. Dann hat er bei mir zu Hause angerufen und dann bin ich auch nicht reingegangen. Und dann hat sich irgendwann das Amt gemeldet, weil er mich dann kündigen musste. Ich bin einfach nicht hingegangen. Ich war noch so frisch so von der Schule. Ich habe einfach wieder bin so in selben Muster verfallen und habe einfach so blau gemacht. Kennst du das? Ich bin einfach nicht hingegangen. Ohne anzurufen, ohne irgendwas. Scheiß auf den. Die meisten. Der kam darauf gar nicht klar, Alter. Nicht mal krank, nein. Nicht mal krank gemacht, gar nichts. Ich bin einfach nicht hingegangen. Einfach nicht mehr dahin gefahren. Und habe den komplett ignoriert, bis ich einen Brief bekommen habe. Angefressen, auf dem Absprung. Ja, oder eben werden krank. Auch für mich hat er eine Botschaft. Ein Fahrer fehle und ein Kollege, der eigentlich seit Tagen krank im Bett liegt, würde kommen und die Tour fahren. Dem solle ich aushelfen, falls er es nicht schaffe. Am Ende meiner Route rufe ich ihn an. Ich bin da, ne? Okay, bis gleich. Jo. Voll die traurige, triste Stimmung, ne? So voll grau alles, so voll traurig irgendwie die Stimmung der Doku. Es ist so leer irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin mit meiner Tour eigentlich durch. Habe nur noch Pakete für die zweite Zustellung am... Ich krieg voll die Depris gerade. ...nächsten Tag. Ich hätte genau jetzt auf dem Weg ins Depot sein können. Mittlerweile läuft die 9. Stunde meines Arbeitstages. Endlich kommt der Kollege. Ich hatte ihn morgens im Depot gesehen, schon da sah er blass aus. Ich frage ihn, wie es ihm geht und ob er sich wieder übergeben hätte. Er ist richtig grün im Gesicht. Ja, habe ich, sagt er. Wie machst du das, frage ich. Naja, wenn ich irgendwo aussteige, finde ich schon eine Toilette. Zeig mal, wie viele Pakete du noch hast, sage ich.
Er gibt mir Pakete für eine seiner Straßen hier um die Ecke. Ich frage ihn, ob die Straße gut oder schlecht sei. Er sagt, geht so. Und weiter? Geht. Es gibt einfach Häuser, da ist keiner zu Hause. Und wenn du klingelst, wirst du angepöbelt. Ist mir heute wieder passiert, sagt er. Er bedankt sich. Ich wünsche ihm gute Besserung. Über unsere Arbeitsbedingungen, die vielen Überstunden, die immer nervige Parkplatzsuche, machen sich viele Kunden keine Gedanken. Oh Mann, ey. Weg 3 und Stieg. Scheiße. Keine Nummer. Keine Chance. Keine Nummer, keine Chance. Q14. Es ist Samstag. Die meisten Angestellten haben Wochenende. Für mich wird dies einer der längsten Arbeitstage. Ich merke langsam, mein Leben besteht nur noch aus Paketen. Und das für 5 Euro die Stunde. Boah. Also, das ist schon hart, Leute. Das letzte Paket für heute. Oh, das letzte. Die 11. Stunde meines Arbeitstages. Ich schwöre lieber Pfandflaschen sammeln, weil wenn du weißt, wo du suchst, hört sich jetzt komisch an. Da hat vielleicht der eine oder andere auf jeden Fall Erfahrung mit. Wenn du weißt, wo du suchst, machst du in der Stunde mehr als 5 Euro mit Pfandflaschen. Ich schwöre dir. Weil rechne mal. Eine kostet, was kriegst du? 25 Cent, ne? 2, dann bist du bei 50. 4, da bist du bei 1 Euro. Ja, das heißt, du kannst wahrscheinlich mit Pfandflaschen sammeln, wirst du mehr Geld machen als bei so einem Job. Bricht gleich an. Überleg mal. Es ist weg, geschafft. Ja, noch kein Fall. Und beim Pfandflaschen sammeln kannst du selber entscheiden, wann du aufstehst. Und kannst, ja, dorthin gehen, wo du willst. Genießt die ganze Zeit die frische Luft. Ist nicht so anstrengend. Kannst dich zwischendurch hinsetzen. Ja. Was ist das, Bruder? Er ist doch geisteskrank. Feierabend, jetzt geht's ins Depot. Von wegen. Ja, die Fahrer haben die Schnauze gestrichen voll. Verstehe ich total. Ich bin jeden Abend so durch. Der sieht sehr traurig aus, der Arme. Ich habe bei mir, hier, ich habe so einen Raum bei mir, da kommen nur Pfandflaschen rein. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Wasserkisten habe ich hier rumliegen. Ich sammle das immer. Und da ist ein Raum, dann schicke ich einen von den Jungs hier, die bei mir in dem Gebäude sind. Dann sage ich immer, Bruder, willst du ein bisschen Kohle verdienen? Der macht locker seinen 40, 50 Euro jedes Mal damit. Holt immer was zu essen und so. Nicht, weil er es nötig hat, sondern... Der packt die ins Auto, in eine Kiste, in einen Müllsack, packt die voll, fährt dann zum Laden, kriegt dann durch diese ganzen Dinger 40, 50 Euro locker. Ja, und dann holt der uns dann immer was zu essen, dann essen wir zusammen. Beste. Genau, und man hilft der Umwelt, wenn man Flaschen sammelt. Ehrlich. Als ich das Depot erreiche, fährt der kranke Kollege hinter mir. Wir gehören zu den Letzten. Generation die Fahrer, die direkt bei der Post angestellt sind, haben längst Feierabend. Doch hier ist für mich noch lange nicht Schluss. Ich muss den Wagen leeren, die Pakete für morgen bereitlegen. Und dann folgt die Abrechnung der Nachnahmekasse. Von 300 bis 1000 Euro habe ich alles erlebt. Die Kasse muss abends natürlich stimmen. Dann noch den Tagesbericht ausfüllen. Heute werde ich das Depot genau 12 Stunden nach meinem Arbeitsbeginn verlassen. Und das wird nicht bezahlt, ne? Diese Überstunden. Steht sogar im Arbeitsvertrag. Wie gesagt, wow. Überstunden werden nicht bezahlt. Du hast ja gar keine Freizeit mehr eigentlich. Für was, Alter? Warum macht man sowas, Alter? Warum habe ich sowas früher gemacht? Ich habe keine Ahnung, weil ich keine Ahnung hatte. Ja,
Jetzt kommt die Überraschung. Heute ist was Besonderes passiert. Ich habe zum ersten Mal einen ganz vollen Wagen. Ich bin jetzt schon schweißnass. Ich habe von 7:30 bis 8:30 geladen. Über 200 Pakete. Und das sieht jetzt so aus. Also jede kleinste Lücke. Und du musst die auch selber so in das Fahrzeug laden, wie das dein Weg dir sagt. Also quasi, du musst das nach der Straße und nach den Häusern so ordnen, denn du musst Tetris spielen, dass du immer das Paket rausziehst, was du mit deiner Route hast. Das musst du selber machen. Tetris. Im Wagen. Genau, nach der Route musst du packen, sonst bist du gefickt. Ist bepackt. Sieht an bei allen Türen gleich aus. Ich weiß gar nicht, ob ich die aufbekomme. Das sieht so aus. Die geht gar nicht mehr auf. Und auch hier auf dem Beifahrersitz. Über 200 Pakete, ich glaube 210. Ja. 210 Pakete. Tänzchen Han sagt, ich bestelle nie wieder ein Paket. Ja, wann sind die arbeitslos? Das ist ein Dilemma. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe. Ich war gestern schon mit der Hälfte gut bedient. Also das wird extrem. Ich muss Gas geben. Krass, Banks, hast du auch sowas mal gemacht, sowas ähnliches, ne? Getränke wahrscheinlich. Für meine Kollegen mit einem festen Bezirk, also die Stammzusteller, ist so ein voller Wagen Alltag. Mehrfach in der Woche haben sie über 200 Pakete. Das kann man nur schaffen, wenn Gewerbekunden dabei sind. Hier ist erstens immer jemand da und zweitens werde ich mehrere Pakete auf einmal los. Bislang läuft es super. Doch auf dem Weg zu den Privatkunden gibt es einen Wetterumschwung. Ein heftiger Regenschauer gefährdet meine Zustellquote. Denn Pakete und Scanner sollen nicht nass werden. Ich weiß gar nicht, wie die Kollegen das im Winter machen. Boah. Als es nicht aufhört, gehe ich trotzdem los. Die Uhr tickt. Und zu allem Überdruss fällt mir noch die versteckte Kamera aufs Pflaster. Oh, Schädler. Ich hör vor, einer erwischt ihn mit seiner Kamera. Aber darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Einer der Kollegen erwischt ihn mit der Kamera. Stell dir vor. Dann, der wird ja, selber in diese Pakete dann landen. Total genervt. Völlig genervt. Irgendwann beim Laden der Einkaufsstraße fallen mir plötzlich die anderen auf. Im Minutentakt halten sie hier mit ihren Kleintransportern. Sie haben schicke Uniformen und alle schleppen Pakete. Und ab dem Zeitpunkt sehe ich sie plötzlich in der ganzen Stadt. Alle brauchen Pakete, alle brauchen diese Waren, diese Dinge, die in den Paketen drinstecken. Sei es jetzt privat okay, das ist vielleicht Luxus und Konsum, aber im Geschäftsleben sind diese Sachen ja essentiell, um selbst wieder Waren herstellen zu können, Dienste abschließen zu können. Und das wird mit Paketzustellern geleistet, die dafür nicht ordentlich entlohnt werden. Die wirklich den ganzen Tag laufen, organisieren, pünktlich sind und sie selbst haben keine Freizeit und das Geld reicht gerade mal so zum Überleben. Es wirkt so traurig, ne? Diese
Doku wirkt so unfassbar traurig. Das ist definitiv ungerecht. Ja. Ich zeige Ausschnitte aus meinem Videotagebuch Wolfgang Abel. Er ist bei der Gewerkschaft Verdi für die Postdienste zuständig. Es gibt mindestens 50.000 Paketzusteller bundesweit, bei den 5 großen Playern. Von denen sind mindestens 35.000 nach diesen Bedingungen beschäftigt. Das heißt, die müssen knüppeln. Boah, von 50.000 sind 35.000 unter diesen Bedingungen. Krass. Bis zum geht nicht mehr und kriegen Hungerlohn bezahlt. Hermes, DPD und... Da habe ich gearbeitet, ungefähr genau zu der Zeit. GLS. Guck mal, wie die Autos von denen aussehen. Sind in der Paketzustellung zu 100% auf Subunternehmer ausgerichtet. Subunternehmer. Und die bezahlen auch überwiegend zu den Bedingungen, die Sie eben beschrieben haben. UPS hat ungefähr 30% an Subunternehmer vergeben. Den Rest machen sie mit eigenen Leuten zu tariflichen Arbeitsbedingungen. Und die Deutsche Post DHL hat 10% der Zustellbezirke an Subunternehmer vergeben. Die Postbeschäftigten sind durch einen Tarifvertrag geschützt und arbeiten zu deutlich besseren Bedingungen als ich und meine Kollegen beim Subunternehmer. Also wenn Sie sich angucken, Postbeschäftigter hat einen Stundenlohn. Genau, einige müssen sogar ihr eigenes Fahrzeug dafür nehmen, ne? Stimmt, das fällt mir mal gerade auf. Nicht jeder kriegt ein Auto von denen gestellt. Da hast du recht, einige müssen ihr eigenes Fahrzeug nehmen. Stimmt, Alter. Von 11,13 Euro, wenn er neu anfängt, wenn er älter dabei ist oder länger dabei ist, dementsprechend höher pro Stunde und hat eine 38,5-Stunden-Woche. Kriegt jede Überstunde bezahlt. Derjenige, der bei einem Subunternehmer arbeitet, hat in der Regel einen Pauschallohn. Der liegt so zwischen 1.000 und 1.200 Euro. Die Arbeitszeit wird im Prinzip nicht festgehalten, sondern der hat einen Produktlohn. Der muss die Woche über zustellen, die Pakete, die er hat. Und wenn er fertig ist, kriegt er dann dafür im Prinzip die Entlohnung. Wie sind die Erfahrungen mit der Leistung der Unternehmen, die für Sie im Namen von der Post DHL fahren? Also insgesamt sind wir sehr erfreut über die Entwicklung unserer Qualität. Das ist auch gerade wieder sehr zeitnah. Das, was er da redet, hat gar nichts mit der Realität zu tun, wie wir gerade festgestellt haben. Getestet worden, wo wir wieder rauskommen als der Beste, qualitativ Beste. Auch noch qualitativ Beste. Und diese Leistung wird sowohl von den eigenen wie auch von fremdvergebenen Bezirken erbracht. Wir sehen da keinen qualitativen Unterschied. Labert so eine Scheiße, Alter. Was für ein Schwätzer, Leute. Das B-Wort heißt Betriebsrat. Die wissen 100%, wie das abläuft, unter was für Bedingungen. Die wissen das. Den gibt es nur am anderen Ende der Halle, bei den echten Postlern. Meine Kollegen warnen mich, sprich das bei uns bloß nicht an. Sie haben Angst, sind ausgelaugt und die meisten sind auf das kleine Gehalt extrem angewiesen. Doch ich habe nichts zu verlieren. Mal sehen, wie der Chef reagiert, wenn ich das böse B-Wort in den Mund nehme. Heute Morgen zu Schichtbeginn habe ich den Schichtleiter gefragt, wie er das denn sieht mit der langen Arbeitszeit. Ob es nicht einen Betriebsrat gäbe, an den ich mich wenden könne. Oh. Hat er mir tief in die Augen geschaut, leicht gelächelt und gesagt, ich bin dein Betriebsrat. Wow, Alter. Der war hart. Wow, Alter, das ist... Ich glaube, jetzt geht der Horror erstmal richtig los. 3 Tage später, noch ein Versuch. Mittlerweile bin ich 3 Wochen bei der Firma. Ich spreche die Bereichsleiterin des Betriebs an, verweise auf den miserablen Stundenlohn von 5 Euro brutto und frage wieder nach dem Betriebsrat. Der hat ihn tief in die Augen geschaut, kurz gelächelt und gesagt, ich bin dein Betriebsrat. Püffel. Sie war sehr freundlich, aber bestimmt. Sie hat das Gespräch dann sehr schnell... Die wissen alle, wie das läuft. Die wissen alle, dass sie da die Leute ausbeuten. Das wissen die doch alle, Mann. Als ob. Abgeschlossen und hat gesagt, das können wir nicht hier besprechen. Wir haben jetzt die Autos zu beladen, die Pakete warten. Außerdem sei es ungünstig, wenn andere Kollegen zuhören. Und jetzt habe ich um 18 Uhr heute Abend einen Termin. Ich glaube, am Ende lässt er die Bombe platzen und sagt, ey, ich war undercover, ihr seid voll die Wichser, ich werde das veröffentlichen. Zahlt mir jetzt 50.000 Euro Cash oder ich werde das veröffentlichen und der ganzen Welt zeigen, was für kleine Wichser ihr seid. Das hätte ich so gemacht.
Aber das ist auch strafbar, ne? Erpressung, glaube ich. Ab jetzt bin ich ein Fahrer, der anfängt zu nerven. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ab jetzt bin ich ein Fahrer, der anfängt zu nerven, auch gut. Aber hey, cooler Typ. Ich hoffe, der hat mehr von sowas. Ich wollte sowas auch schon immer mal machen. Mich undercover verkleiden, mich irgendwie unter das Volk mischen in irgendeiner Sache, die unangenehm ist. Mit so einer versteckten Kamera und Mikrofon. Und das als Content ballern. Das wollte ich schon immer mal machen. Oder ich bin einfach der Regisseur davon. Ich bin nicht der, der das ausführt, sondern ich bin der, der ihm sagt, was er machen soll. So versteckte Kameramäßig. Auch geil. Gleich zu Beginn will mir der Chef den Wind aus den Segeln nehmen. Ich erinnere mich an seine Aussage. Eine Stammtour solle mein Ziel sein. Dann werde alles besser, ich würde immer schneller und könne früher Feierabend machen. Durch meine Recherchen weiß ich, dass das nicht stimmt. Den nun folgenden Dialog werde ich nie vergessen. Ich spreche die vielen Überstunden und eine Wochenarbeitszeit von über 55 Stunden an. Seine Antwort, wir rechnen nicht nach Stunden. Ich sage, aber ich rechne nach Stunden. Seine Antwort, den Fehler sollte man nicht machen. Ich verweise auf einen Stundenlohn von um die 5 Euro brutto, das sei unzumutbar. Brutto, ey, ich komme darauf nicht. Seine Antwort, die Bedingungen diktiert die Deutsche Post, das ist ein knallhartes Geschäft. Oh, der schiebt auf Deutsche Post. Ja, nie auf diesen schlipstragenden Typen da, auf den Vorsitzenden, Vorstand da. Dann erzähle ich von meinem Treffen mit einem Verdi-Kollegen. Der rate uns dringend, einen Betriebsrat zu gründen. Da war es wieder, das böse B-Wort. Oh, der wirft die Mappe hin. Jetzt kippt die Stimmung. Ja. Oh, was sagt der jetzt? Wow. Ich habe mies recht. Was sind das für Gesten, Alter? Was geht? Ich will gerne wissen, was er gesagt hat, der Kio. Sofort klar. Hier wird es... Guck mal, wie er gestikuliert. Guck mal bitte. Böse B-Wort. Guck mal, er wirft ihm... Babs. Alles klar. Weißt du was? Jetzt kippt die Stimmung. Geh doch zurück, wo du herkommst. Hä? Was denkst du, was das hier ist? Du weißt, wofür du dich umgehst. Geh. Geh weg. Mir wird sofort klar. Hier wird es mit diesem Chef niemals einen Betriebsrat geben. Ui. Der würde wohl eher seine Firma auflösen. Wenig später verlässt er mit meiner Personalakte das Zimmer und kommt kurz darauf ohne wieder zurück. Danach folgt, so erinnere ich mich, eine Plauderei über mein Wunschgehalt. Wie? Okay, das heißt, es hat doch geholfen. Jetzt will er ihn ruhig halten und fragen, ey, was willst du haben, damit du ruhig bist? Wie geil. Leute, ihr wisst auf jeden Fall, was ihr auf Arbeit zu tun habt, oder? Ein paar Minuten später betritt eine Frau den Raum und gibt ihm ein Papier. Der Chef legt es mir hin und spricht Klartext. Herr Schädler, wir kommen doch auf keinen Nenner, sagt er. Wir lösen das Arbeitsverhältnis auf. Ach so, ich dachte... Ich könnte mir was Neues suchen. Das sei meine Kündigung. Ich würde ab sofort freigestellt. Ich solle nur unterschreiben und später die Klamotten abgeben. Oh, okay. So. Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Hiermit kündigen wir das bestehende Arbeitsverhältnis innerhalb der Probezeit zum 15.10.2011. Das war's. Der Betriebsrat hat ihn geschockt. Und das alles, weil er nur nach einem Betriebsrat gefragt hat, was eigentlich in deinem Betrieb völlig normal ist. Das ist ja dein Recht. Er hat nur danach gefragt und er wurde deswegen quasi gekündigt. Wow. Welcome. Was für ein ereignisreicher Abend. Hey, da macht sich auf jeden Fall gute Laune bei ihm breit, weil er genau weiß, der muss nicht mehr schuften. Zum letzten Mal? Ich schwör's euch, er hört sich jetzt so banal an, ne? Aber wenn ich mich jetzt hineinversetze in ihn, ich an seiner Stelle, also an der Stelle von jemandem, der unter solchen Bedingungen arbeitet, ich schwöre dir, ich würde lieber so bescheiden, wie es nur geht, irgendwo wie fast schon wie ein Penner leben und mich irgendwie auf andere Dinge konzentrieren, so, als dass ich mich so auf diese Art und Weise irgendwie kaputt machen lasse auf einer Arbeit, Alter, wo du auch nicht unbedingt viel mehr Geld... Ich schwöre, ich würde Pfandflaschen eher sammeln. Ist kein Witz. Ich würde, bevor ich das mache,
100% würde ich Pfandflaschen sammeln und singend und lachend durch die Gegend laufen. Brille ab. Und was das Beste ist... Guck mal, der hat auf jeden Fall gute Laune jetzt. Letztes Mal die Schuhe aus. Wow. Was für ein Gefühl. Kennt ihr das Gefühl, wenn das so dein letzter Tag ist, das letzte Mal irgendwas Unangenehmes machen, du weißt, danach ist es vorbei? Bestes Gefühl. Ich fühle das auch gerade sehr hart. Wir haben jetzt hier die... Ich mache mir noch wie jeden Abend während meiner Undercover-Zeit als Paketzusteller Notizen. Ich will mich später an die Details erinnern. Wow. Gut. Das war der letzte Tag als Fahrer. Der Arme. Im Auftrag der Deutschen Post. Ich mach die Kamera jetzt aus. Wow. Aber Schlussnote. Der Geschäftsführer der Firma hat ein Interview und die Beantwortung konkreter Fragen abgelehnt. Das Unternehmen Deutsche Post DHL versprach unmittelbar nach Ausstrahlung des Filmes kurzfristig Verbesserungen für die... Oha, die haben das sogar offiziell nochmal... Ist ja offizielles Fernsehen, ne? Ey, früher waren die viel geiler, die Sender. Die haben wirklich sowas gemacht. Heutzutage sind die alle eingeschüchtert, Mann. Fahrer. Nach erneuten Recherchen, die belegten, dass sich für die Paketzusteller in diesem Unternehmen wenig geändert hat, kündigt die Deutsche Post DHL ihrem Subunternehmer fristgerecht für den Zustellbezirk Hamburg. Die Fahrer können sich jetzt bei einer DHL-Tochter bewerben und bekommen die Chance auf einen Tariflohn. Oh! Habt ihr gehört? In Bremen und Kiel ist das Unternehmen nach unseren Informationen weiter für die Deutsche Post DHL tätig. Ja, wo ein Subunternehmen weggemacht wird, kommen 20 neue, Alter. Aber der hat den dicht gemacht. Stabil. Ich bin stolz auf den. Also wirklich, Leute, das ist kein Spaß. Lebenszeit irgendwo zu lassen, ist kein Spaß. Wirklich, das ist wirklich kein Witz. Ich finde sowas echt gut. Sowas muss es öfter geben. Das muss viel mehr gepusht werden, viel mehr Aufmerksamkeit. Sowas ist geil.